Herzlich willkommen zu unserer Online-Veranstaltung Richtig Handeln in unsicherer Lage zum ethischen Diskurs in der Corona-Pandemie. Besonders begrüße ich unsere Gäste, Professor Alena Büchs, Dr. Ulrike Schmidt, Professor Markus Gabriel. Herzlich willkommen. Es freut mich, dass wir Sie für diesen Abend heute gewinnen konnten. Mein Name ist Jörg Herrmann, ich leite die Evangelische Akademie der Nordkirche. Und wir haben diese Veranstaltung gemeinsam mit unserer Bischöfin Kirsten Fers. Herzlich willkommen. Hallo. Kirsten Fers, geplant auf Ihre Initiative hin. Und ich begrüße jetzt auch natürlich unseren Moderator, Pastor Friedemann Magor. Herzlich willkommen, Friedemann von Hamburg-Husum. Und zu guter Letzt herzlich willkommen auch Tatjana Pfend. Tatjana Pfend wird später als Anwältin des Publikums Fragen einbringen, die Sie im Chat gerne stellen können. Guten Abend. Dann gebe ich das Wort aber erst einmal an Bischöfin Kirsten Fers. Ja, guten Abend und wie schön, dass Sie alle sich zugeschaltet haben. Wie schön, dass hier eine solche hochkarätige Podiumsdiskussion in dieser besonderen Form, digitalen Form erleben können. Mir lag das ganz besonders am Herzen, dass wir die ethische Debatte gemeinsam führen. Corona verändert die Welt. Die Dekonstruktion unserer Lebensvollzüge war in Turbogeschwindigkeit, fand sie statt. Also kurz zur Erinnerung, dafür dient jetzt diese Einleitung. Weihnachten gab es ein paar kleine Infos aus Wuhan. Silvester dann wurde die WHO offiziell informiert und dann Bergamo. Im März begann die Vollbremsung. Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Kontakt sperren, wir erinnern uns, medizinische Ressourcen verteilen, Schulen, Geschäfte, Einrichtungen schließen, Termine absagen, verschieben, Risiken einschätzen für sich und andere, bei uns auch Sterbende begleiten und Verstorbene beerdigen und dafür die richtigen Formen finden und Digitales nutzen und so weiter und so weiter und so weiter. Wir haben wohl auch Sie in Ihren jeweiligen Kontexten gehandelt und es ist sehr, sehr viel entschieden worden. Persönlich, in den Familien, in Staat, in Gesellschaft, Kirche natürlich auch. Und bei all diesen Aktionen am Anfang der Pandemie schien mir mit die wichtigste Aufgabe dabei zu sein, aus der Ohnmacht des Ungewissen irgendwie herauszufinden. Da war dieses Virus, das war gefährlich und wir wussten wenig. Und dann, ich glaube, das war wirklich ein entscheidendes Moment, die erschreckenden Bilder von realen Intensivstationen mit Ärzten im Triage-Trauma. Gesundheitsschutz auch des Systems hatte oberste Priorität und man folgte einvernehmlich dem, was man so den virologischen Imperativ genannt hat. Die Folgen dessen lassen im April nach dem Maß fragen. Also in welchem Maß ist es gerechtfertigt, Grundrechte einzuschränken? Bei uns ja den Kirchen auch wirklich das Recht auf Religionsgrundrecht, auf Religionsfreiheit, keine Gottesdienste zum Beispiel. Aber weiterhin beschäftigte uns als Kirche, deren Muttersprache die Seelsorge ist, und das hat mich auch persönlich sehr beschäftigt, wie bekommen wir das eigentlich hin, ganz praktisch, dass Kranke und Sterbende begleitet werden? Dass Obdachlose in diesen leeren Innenstädten irgendwie überleben können? Dass Kinder und Jugendliche in ihren Notsituationen begleitet werden? Dass die Seeleute, also nur einmal um das Spektrum aufzumachen, dass die Seeleute, die monatelang in diesen Stahlkolossen eingesperrt waren, wie die zu nicht nur Telefonkarten, sondern auch zu Hoffnung gekommen sind. Es ging darum, Wirtschaft, Geschäftsleute, Arbeitnehmerinnen in ihren existenziellen Nöten erstmal zu verstehen und auch diese Unsicherheit mit auszuhalten. Seelsorgegespräche anzubieten für die einsamen und enkelsehnsüchtigen Großeltern. Kurzum, wir hatten als Kirche auch richtig zu tun. Und wir konnten spüren, absolut klar spüren, wie dankbar die Menschen waren für jede kleine oder größere Hoffnungsidee, ganz unabhängig übrigens, ob man religiös war oder nicht. Ich sage ja, dass das persönliche und öffentliche Seelsorge
sowas von dran ist wie nur irgendwas. Verstehen und benennen, was ist und was geht und insofern auch Resilienz stärken, also eine Sicht der Dinge einbringen, die über das Jetzt hinausguckt, also Zuversicht. Heute sagte jemand zu mir, einer der Politiker, ohne Zuversicht werden wir irre in dieser Zeit. Das fand ich ganz beeindruckend, denn es zeigt, dass man eben mit Resilienz auch einen Aspekt braucht, was in einem auch an Kraftquelle ist und dass es dazu ein Innehalten geben muss. Ein Bibelwort hat ja tatsächlich dann nicht nur die kirchlichen Kreise, sondern darüber hinaus auch die philosophischen, Herr Gabriel, beeindruckt, nämlich dieses alte neutestamentliche Wort. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ganz schön starker Text, finde ich. Nach dem Sommer dann war es so etwas wie ein fragiles Kontrollgefühl gab es. Es konnte sich so langsam einstellen, jedenfalls nach meinem Gefühl. Die Gefahr ist da, aber es ist nicht mehr nur Gefahr da. Logisch, dass sich jetzt die Fragen ausdifferenzieren. Wie viel Infektionsschutz braucht es? Welche Folgen darf er haben? Wie umgehen mit dem Risiko, das nicht gleichermaßen alle trifft? Welche Einschränkungen von Freiheit sind vertretbar? Und wenn man diese Maske auch mal als Symbol versteht für all das, was an Fragestellungen auf uns zukommt, dann sind das eben wirklich tiefgehende ethische Fragen, die einen Raum des Nachdenkens wie heute zum Beispiel unbedingt braucht, finde ich. Zum Schluss, wir als Kirchen sind dabei in einer Doppelrolle, in einer ganz interessanten. Zum einen stehen wir natürlich ein für das, was man gemeinhin die christlichen Werte nennt. Also das meint ja, dass der Mensch als individuell wertvolles Geschöpf im Mittelpunkt bleibt und ist. Niemand darf aufgegeben werden. Und jedes Leben zählt, ist nicht verrechenbar. Und zugleich ist Leben nicht mehr nur, ist nicht bloße Existenz, sondern ein ganzheitliches Geschehen. Würde hat ganz viele Teilaspekte. Und die Angewiesenheit aufeinander, das ist ja eine Erfahrung dieser letzten Monate, dass der Mensch auf Beziehung und Gemeinschaft angelegt ist. Wenn etwas evident geworden ist, dann glaube ich in den vergangenen Monaten dies. Und schließlich, der Mensch ist und bleibt verletzlich und er ist und bleibt vergänglich. Auch damit sich auseinanderzusetzen, ist durch diese Pandemie nach vorn gerutscht. Ein Psalmwort bringt das für mich wunderbar auf den Punkt. Herr, lehre mich bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und dieses Klugwerden, das ist so mein zweiter Antrieb von Kirche, nämlich Räume schaffen, um klug zu werden, die Diskurse suchen, herausfinden, auch wenn es ganz diverse Positionen gibt, wo gibt es so etwas wie eine Idee von gemeinsamem Handeln. Und das angesichts einer Diskussion, die auch sehr emotional ist. Denn es geht um Angst, es geht um Trauer, es geht bei vielen jungen Menschen um Lebenshunger und um Freiheit. Und diese ganz leidenschaftliche Diskussion kann sein, bei uns jetzt, kann auch auf der Straße sein. Eins aber ist ganz wichtig, als Grenze zu halten. Wenn Institutionen und Grundordnung angegriffen werden, die in Frage stellen, dass die Institutionen, die uns eine Freiheit der Meinung ermöglichen und überhaupt einen Diskurs ermöglichen, wenn das in Frage gestellt ist, ist absolut die Grenze gefordert und auch unser Widerstand gefordert. Die Bilder jedenfalls der Demonstrationen in Berlin vom Reichstag sind absolut erschreckend und besorgniserregend. Leidenschaftlich friedlich also, nach gemeinsamem Handeln suchen. Ich freue mich sehr auf die Diskussion mit Ihnen. Und freue mich, dass ich nun übergeben darf, lieber Friedemann, an Pastor Friedemann Magur aus Husum, ein schon langjährig erprobter Moderator. Danke dir. Ja, vielen Dank, liebe Bischöfin Fers, liebe Kirsten, für diese Einleitung und für den freundlichen Pass zu mir gespielt. Stimmt, ich habe schon ein paar Veranstaltungen moderiert, aber in dieser Form ist das für mich eine ganz spannende Erfahrung. Aber das Wichtigste ist, es ist ein total tolles Thema, das uns hier zusammenführt, ein wichtiges Thema, richtig handeln in unsicherer Lage. Und ich kann Ihnen und euch, die Sie zugeschaltet haben, versichern, wir haben drei
hervorragende Gäste dafür, die je für sich stehen, für ganz tiefe Expertise und Position, aber in dieser Kombination, glaube ich, das Besondere dieses Abends ausmachen werden. Ich werde gleich unsere Gäste vorstellen und in ein Gespräch verwickeln. Ich möchte aber schon jetzt darauf hinweisen, dass alle die, die an ihren Laptops und Handys dieses Gespräch verfolgen, sich einschalten können, sowohl auf YouTube als auch hier im Zoom-Geschäft mit Statements, mit Fragen, mit Anregungen sich eintippen können. Und wir haben eine Anwältin von euch, von Ihnen, eine Anwältin des Netzes, Tatjana Fenn. Sie ist von Jörg Herrmann schon vorgestellt worden und sie wird einige der Fragen aus dem Netz aufgreifen und unsere Diskussion damit bereichern. Im Zeitrahmen haben wir bis roundabout 21 Uhr. Das ist, sage ich jetzt schon mal, viel zu kurz. Geht gar nicht. Aber vielleicht auch für ein paar wichtige Gedanken und Querstreben, die uns heute hier helfen werden, dafür dann doch gut. Ja, ich möchte zunächst vorstellen, Frau Dr. Ulrike Schmidt. Frau Schmidt, Sie sind zugeschaltet aus Bonn. Sie sitzen dort in Ihrem Arbeitszimmer. Psychiaterin und Psychotherapeutin sind Sie und stellvertretende Direktorin der Forschungsgruppe Trauma und Neurodegeneration in Bonn. Gleichzeitig leiten Sie in Göttingen die Trauma-Ambulanz der Uniklinik dort. Also ein Leben zwischen verschiedenen Orten, aber vor allen Dingen für uns interessant, ein Leben in der Forschung und in der Praxis. Und wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind, Frau Schmidt. Darf ich Sie zu Beginn einmal locken mit der Feststellung von Bischöfin Fers, die sagt, wir wollen und sollen Menschen begleiten und Resilienz stärken. Wie kommen wir am besten durch diese Zeit? Es ist eine unsichere, eine unübersichtliche Zeit. Und welche Einstellung hilft uns, dass wir nicht traurig werden oder orientierungslos oder zynisch, sondern gestärkt als Einzelne und gestärkt als Gesellschaft durchkommen, erstmal überhaupt durchkommen, Frau Schmidt. Ja, guten Abend erstmal und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein, gleich zur Beantwortung Ihrer Frage. Ja, wenn ich das so spontan überlege, dann ist ein Punkt, der mir einfällt und der ganz wichtig ist für uns alle, der soziale Kontakt. Und genau dieser Punkt war ja in Zeiten des Lockdowns sozusagen beschädigt. Ja, sozialer Kontakt ist wichtig. Man sollte ihn, sei es digital, am besten auch live aufrechterhalten, knüpfen, dann aufrechterhalten und da nicht locker lassen. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, was ich sowohl meinen Patienten sage, als auch jedem und mir selbst natürlich auch gelegentlich, es gibt Phasen, in denen man traurig ist, in denen man verstimmt ist, in denen man sich zurückziehen möchte. Und gerade in diesen Phasen ist es auch wichtig, sich zu motivieren, in den sozialen Kontakt zu treten. Das Zweite, was resilient macht, und Resilienz kann man hier auf unterschiedlichen Ebenen sehen, denke ich. Man kann es einmal auf psychischer Ebene sehen, man kann es auf physischer, also auf körperlicher Ebene sehen. Und das beides ist nicht voneinander zu trennen. Und damit die Seele gesund bleibt, muss natürlich auch der Körper gesund bleiben, so gut es geht. Da ist es wichtig, sich zu bewegen, aktiv zu bleiben. Bewegung jetzt nicht nur im sportlichen Sinne, auch im geistigen, im psychischen Sinne. Ja, also ich würde jetzt mal salopp sagen, diese beiden Punkte fallen mir ein, sozialer Kontakt und Aktivität auf verschiedenen Ebenen. Dann ist es ja fast eine tragische Situation in den letzten 5, 6 Monaten gewesen, weil die Leute immer vereinzelter waren und zum Teil auch in ihren Wohnraum, Lebensraum so zurückgeworfen waren, dass weder die Begegnung mit Menschen noch die freie Bewegung funktioniert hat. Sie sagen, digital ist auch nicht schlecht. Das kann ein Ersatz sein. Ja, ich kann jetzt von eigenen Erfahrungen, auch von beruflichen Erfahrungen sprechen. Wir hatten hier eine virtuelle Therapie-Sprechstunde, haben sie immer noch für Menschen, die nicht herkommen können, nicht herkommen wollen, die Infektionsverdacht haben und so weiter, die Angst vor Ansteckung haben.
Es ist auch nicht schlecht, trifft es sehr gut. Es ist nicht dasselbe wie der soziale, der direkte Live-Kontakt. Wir haben das gemerkt. Ich habe mir Wirkfaktoren überlegt, die den, ja, die jetzt in der Psychotherapie zum Beispiel das Live-Geschehen von der digitalen Psychotherapie unterscheiden. Wir sind uns da noch nicht so ganz sicher. Wir haben natürlich auch mit den Patienten über ihre Erfahrungen, nicht nur mit der Psychotherapie im Allgemeinen, sondern auch über die digitale Psychotherapie gesprochen. Und nahezu alle haben gesagt, Mensch, da fehlt was. Wir können nicht genau sagen, was der Unterschied ist, wenn wir zu ihnen kommen, wenn wir vor ihnen sitzen, aber irgendetwas fehlt. Das wird sich sicherlich zum Teil biologisch, zum Teil psychologisch erklären lassen. Also besser digitaler Kontakt als gar keiner, das ist wichtig. Und das sieht man auch heute Abend. Diese Veranstaltung ist wichtig, richtig und toll, dass es in dieser Form, in diesen Zeiten stattfinden kann. Aber wenn in Zukunft sowas wieder live stattfindet, dann hat es noch was anderes. Dann erlebt man das mit allen Sinnen. Ja, das sensorische Erleben spielt hier eine Rolle. Sie haben die Bewegung angesprochen, und zwar nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Bewegung. Ich frage mal aus gesellschaftlicher Perspektive, da ist im März, im April fast eine monothematische Situation entstanden, dass sich das öffentliche Leben, auch das Leben in den Medien und Nachrichten nahezu ausschließlich um die Pandemie, ihre Ausbreitung und mögliche Folgen gedreht hat. Das ist doch aus therapeutischer Sinn eigentlich auch kontraproduktiv, dass wir keine anderen Themen mehr haben. Genauso sagen Sie das, das Wort monothematisch, also auf ein Thema sich vereinzelt zurückziehen, trifft es hier sehr gut. Hier geht es ja auch um Ablenkung, Ablenkung im funktionalen, also im besten Sinne. Das kennen wir alle, wenn man ein Problem hat oder eine Sorge hat, und sich auf dieses Problem oder diese Sorge fixiert, konzentriert, an nichts anderes denkt, über nichts anderes spricht, dann werden die Gefühle, die damit in Verbindung stehen, gerade die negativen Gefühle, stärker. Und das ist einfach das Prinzip der Ablenkung, was ja sehr banal ist, was wir auch in der Kindererziehung machen, was man überall macht. Das war hier, wenn man sich die Medienberichte angeschaut hat, teilweise kaum noch möglich. Ja, natürlich gab es hier und da einen Film, aber egal, wo man reingeseppt hat, sozusagen man oder gelesen hat, auch im Netz, es gab nur dieses eine Thema. Ja, das ist sicher, wie Sie sagen, kontraproduktiv. Okay. Also schauen wir mal, wie wir es weiten und heute vor allen Dingen auch uns nach Lösung Ausschau halten. Ich begrüße in unserer Runde Frau Professorin Alena Büchs. Hallo Frau Büchs, Sie kommen aus München. Sie sind jetzt in München in Ihrem Homeoffice, glaube ich. Wir haben Einblick in umfangreiche Literatur, doch auch nur einen Ausschnitt dessen, womit Sie sich beschäftigt haben. Sie arbeiten an der TU München, Medizinerin, Philosophin, Medizinethikerin und jetzt recht neu Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Und wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind und uns in diesen ethischen Fragen, die häufig Dilemma-Fragen sind, heute ein bisschen weiterhelfen und orientieren können. Wir haben in der politischen Diskussion so viel gehört über Kostenfragen und über Kostenfolgenfragen, ökonomische, psychologische, psychische und politische Folgen müssen abgewogen werden. Wie haben Sie als Medizinerin und als Ethikerin diese Abwägungsprozesse im gesellschaftlichen Diskurs erlebt? Und wie sehen Sie die Rolle von Medizinerinnen und Medizinern in diesen Abwägungsprozessen? Ja, vielen Dank für die Einführung. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier dabei sein kann. Ich bitte um Verzeihung, wenn im Hintergrund das ein oder andere Geräusch aufkommt. Bei uns ist noch die Ins-Bett-Bringen-Phase in vollem Gang, die immer mit einer gewissen Gegenwehr versehen ist. Und das kann ich jetzt gerade, was die Geräusche anbelangt, nicht ganz rausfiltern. Also das ist eine ganz, ganz spannende Frage oder ist ein Cluster sehr spannender Fragen, die Sie da stellen. Wir haben vom Deutschen Ethikrat ja noch in der letzten Zusammensetzung, also in der letzten Ratsperiode unter unserem damaligen Vorsitzenden Peter Dabrock, relativ bald eine Ad-hoc-Empfehlung formuliert.
Und da haben wir uns mit drei Themen beschäftigt und die fließen alle dort zusammen, wo Sie Ihre Frage gerade situiert haben. Und tatsächlich ging es uns auch vor allem darum, initial der Politik, aber auch der Öffentlichkeit mitzugeben, dass es hier überhaupt um ethische Konflikte geht. Dass es keine Eindeutigkeiten gibt, dass es nicht irgendwie eine Marschrichtung gibt, die, sagen wir mal, von der Virologie oder so explizit vorgegeben wäre, sondern dass wir es mit ganz tiefen und ja andauernden, wie wir wissen, gegenwärtig auch noch andauernden ethischen Konflikten zu tun haben. Und die Handlungsfelder, ich will die nur kurz antippen, das eine war das Feld, in dem sich Ärztinnen und Ärzte, also Medizinerinnen und Mediziner, aber auch Pflegepersonal und alle anderen, viele andere Beschäftigte im Gesundheitswesen wiedergefunden haben, das war das der Frage nach der Verteilung der wirklich nicht nur knappen, sondern absolut knappen Ressourcen, also das Schreckszenario Bergamo und andere Gegenden, in das wir Gott sei Dank in Deutschland nicht gekommen sind. Aber ich werde nie vergessen, als mich bei uns am Rechts der Isar unser Chef der Anästhesie anrief, mit dem gemeinsam ich sozusagen das Triage-Protokoll vorbereitete. Und der Anfang April sagte, also wir haben noch eine Stufe, die wir aufmachen können und dann ist Schluss. Und dann ist auch im Umfeld nichts mehr. Also wir waren da in Deutschland an einigen Stellen, nicht überall, aber in Bayern waren wir ja sehr stark betroffen, durchaus kurz davor. Also das war das eine, der eine ethische Komplex, mit dem wir uns beschäftigt haben. Der zweite war, das hat die Frau Bischöfin gerade so schön gesagt, das Maß. Wir haben uns relativ früh, und zwar schon Ende März, mit dieser Abwägung, dieser letztlich fundamentalen Abwägungsfrage zwischen Schutz des Gesundheitswesens, Gesundheitsschutz, Lebensschutz, auch Infektionsschutz auf der einen Seite und den verschiedenen Folgeschäden, die das mit sich bringen kann, auf der anderen Seite beschäftigt. Nämlich den Folgeschäden durch die Eingriffe in die Grundrechte, die ja eklatant sind, psychisch, sozial, finanziell, ökonomisch und so weiter und so fort. Und das haben wir sehr frühzeitig in die Debatte gebracht, und haben schon damals darauf hingewiesen, dass wir Öffnungsperspektiven brauchen. Und in dieser Abwägung sind wir ja immer noch und werden wir auch noch bleiben. Und aus meiner Sicht ist das letztlich das, was wir für die Zukunft jetzt miteinander gemeinsam aushandeln müssen. Und der letzte Punkt, dazu nur zwei Sätze. Wir haben auch sehr intensiv schon damals über Solidarität gesprochen. Auch das ein Begriff, der uns, je länger das Ganze dauert, desto stärker beschäftigt, weil wir damals auch schon gesagt haben, die Solidaritätsressourcen, die wir haben, sind ganz enorm. Und ich glaube, alle hier wissen, was da mobilisiert wurde, was wir als Gesellschaft, als Gemeinschaft geleistet haben. Das war eine der größten solidarischen, also es war sicher die größte solidarische Leistung meines Lebens. Und ich arbeite zur Solidarität und es war ganz toll, in der Praxis zu sehen, was man so theoretisch immer gesagt hat, dass wir dieses solidarische Potenzial haben, dass wir insgesamt prosozial eingestellt sind, dass wir uns gemeinsam helfen, um unser Gemeinwesen zu erhalten. Aber dass diese Solidaritätsressourcen nicht unendlich sind und dass wir mit ihnen haushalten müssen und sorgsam umgehen müssen. Und das waren sozusagen drei Impulse, die wir in die Debatte gegeben haben. Und ich muss sagen, die sind eigentlich bis heute immer noch sehr relevant. Und ich freue mich, die mit Ihnen allen diskutieren zu können. Vielen Dank. Da haben Sie drei starke Stichworte genannt. Wir werden darauf zurückkommen. Darf ich eine Detailfrage zum Triage-Problem beschreiben? Gehört das nicht eigentlich zur intensivmedizinischen Alltagspraxis? Also Abwägung, diese Patientin können wir noch halten, wir brauchen ein Bett, wie gehen wir damit um? Welche Maßnahmen wollen wir noch weiter einsetzen, an welchen Stellen setzen wir den Punkt. Triage klingt ja immer ein bisschen dramatisch und nach Feldlazarett, aber es ist doch auch medizinischer Alltag, mit dem Sie Jahr für Jahr, Tag für Tag umgehen, oder? Es ist schön, dass Sie die ganzen Kontexte angesprochen haben. Sie haben vollkommen recht, das stammt aus der Kriegs- und Katastrophenmedizin. Also die Triage ist überhaupt nichts Fremdes in der Medizin. Das ist etwas, das wir tatsächlich kennen in der Katastrophenmedizin, insbesondere wenn Sie eine große Karambolage auf der Autobahn haben, dann haben Sie diese Art der Triagierung auch, dass man sehr schnell sehr viele Verletzte oder Menschen einfach hat, die Unterstützung und medizinische Hilfe brauchen und dann sehr schnell einordnen muss, wer kriegt jetzt mal als erstes was. Mhm. Und natürlich machen Sie das letztlich auch auf der Intensivstation, diese Art von Abwägung, wer bleibt wie lange. Das gehört zu einer guten Medizin dazu.
dieser Begriff ist auch verwendet worden und wir haben diese, und ich benutze das auch einfach jetzt weiterhin im Sprachgebrauch, muss ich sagen, obwohl man das eigentlich immer vorher begrifflich klären müsste, deswegen danke für den Hinweis. Der Begriff bezeichnet aber natürlich auch eine Situation und wurde jetzt auch viel eingesetzt für eine Situation, die damit relativ wenig zu tun hat. Und zwar eine Situation nicht so einer relativen Knappheit oder Knappheit für eine kurze Zeit oder ein Nachdenken darüber, wie man die vorhandenen Maßnahmen möglichst effektiv einsetzt, sondern eine Situation, wo absolute Knappheit herrscht, wo es für Patientinnen und Patienten Dinge, die sie ganz dringend brauchen, nicht nur, weil wir sagen, das wäre jetzt noch besser, wenn wir ihnen das geben könnten oder das wäre jetzt wirklich das Optimum, sondern wenn sie das nicht bekommen, dann werden sie sterben und zwar ganz sicher nicht bekommen können, weil die Ressourcen nicht da sind. Diese Art von Knappheit und insbesondere in dem Ausmaß, in dem wir das eine Zeit lang zumindest befürchtet haben, hat es meines Wissens in Deutschland so seit dem Zweiten Weltkrieg nie mehr gegeben. Ich habe in meinem philosophischen Magister mich mit diesen Fragen theoretisch beschäftigt, kann mich da noch sehr gut dran erinnern und habe damals immer gedacht, das sind Glasperlenspiele. Also da gibt es ja von Philosophen diese Artikel, die schreiben dazu, wer kriegt denn jetzt das letzte Beatmungsgerät gesagt, das ist für uns, das war vielleicht mal so, aber das ist für uns nun wirklich nicht mehr relevant heutzutage. Ich werde nie den Moment vergessen, als ich wirklich gedacht habe, das kann sein, dass das jetzt bei uns in Deutschland passiert. Ja. Und das war zu dem Zeitpunkt, als wir das im Ethikrat geschrieben haben und als ja auch die medizinischen Fachgesellschaften sich damit beschäftigt haben, die Akademie für Ethik in der Medizin, die DIVI. Einen Moment, ich muss mal ganz schnell was schlichten. Sekunde. Ja, wir kommen darauf gleich wieder zurück. Frau Büchs schlichtet und ich frage Herrn Professor Markus Gabriel. Verzeihung. Sie sind aber schnell gewesen. Sie sind wirklich schnell. Ich dachte, wir machen ja schon mal flott weiter. Aber führen Sie den Punkt noch mal zu Ende, Herr Gabriel. Ich wollte nur kurz ausführen, dass es eine absolut außergewöhnliche Situation war, die, und das haben wir in unserer Stellungnahme damals auch gesagt, außerhalb unseres Rechtsrahmens steht. Denn die Massenkarambolage, wo Ärzte initial zu wenig Ressourcen haben und sozusagen dann einfach für alle, die da gleichzeitig sind, nicht genügend Geräte haben und dann nach bestem medizinischen Wissen verteilen, die ist ethisch auch schon schwierig, aber die ist rechtlich noch greifbar. Was nicht mehr greifbar wäre, wäre eine Situation über längere Phase, wo sie wirklich sozusagen Leben gegen Leben abwägen. Ja, das ist eine neue Qualität. Das war die Drohkulisse. Das ist eine neue Qualität und sie wird sich wahrscheinlich ja spiegeln, Frau Büchs, dann, wenn Impfstoff da ist und die Frage ist, wer bekommt es eigentlich zuerst und wer. Insofern, das sind wirklich heiße Fragen, die wir, oder? Sie schütteln den Kopf. Also das sind Prioritätenfragen und Gerechtigkeitsfragen, die da auf uns zukommen, aber sie haben nicht diese Art von existenzieller Dringlichkeit. Also ich glaube, da muss man schon unterscheiden. Das ist alles im Bereich der Gerechtigkeitsdiskussion und Debatte und Prioritätensetzung. Aber Gott sei Dank wird sich diese Frage bei der Impfung in dieser ja, existenziellen Wucht so nicht stellen. Jedenfalls hoffe ich das sehr. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und Respekt, wie schnell Sie Streit geschlichtet haben, eben im Hintergrund. Professor Markus Gabriel, Sie sind in Bonn und man sieht im Hintergrund Vater Rhein, aber wir haben schon darüber gesprochen, das ist eine Aufnahme, die Sie dort haben. Herr Gabriel, Philosoph und ich muss sagen, bei allem Respekt, also vor 3-4 Wochen kommt Ihr Buch auf den Markt. Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten, universelle Werte für das 21. Jahrhundert. Sie haben wirklich auf den Punkt gearbeitet, muss man sagen. Deswegen super, dass Sie heute hier sind. Sie sind Professor und lehren Erkenntnistheorie und die Philosophie der Neuzeit. Sie sind nicht nur forschend und lehrend tätig, sondern Sie gestalten auch philosophische Diskurse. Wir brauchen Sie in dieser Runde. Ich habe gelesen, dass Sie sehr grundsätzliche Fragen stellen, also ob es etwa die Welt überhaupt gibt. Das würde den Rahmen sprengen. Es gibt ja Leute, die leugnen, dass es überhaupt den Coronavirus gibt. Damit könnte man ja schon mal anfangen. Aber für unser Gespräch in unsicherer Lage, in unübersichtlicher Zeit,
aus dem Fundus Ihrer jetzt neuesten literarischen Forschung, an welchen Werten sollen wir uns denn nun orientieren? Wir als Einzelpersonen, wir in unserer Gesellschaft in dieser Pandemiezeit. Markus Gabriel aus Bonn. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und die Zusammenstellung einer so wichtigen und spannenden Gesprächsrunde. Also ich glaube, dass wir beginnen müssen, und da sehe ich noch einige Defizite, also bei allen wirklich ganz bemerkenswerten moralischen Fortschritten, das würde ich so klassifizieren. Ich sage gerne noch etwas dazu, wie ich den Begriff des moralischen Fortschritts verwende und was ich damit meine. Aber Frau Büchs hat ja ein gutes Beispiel schon dafür angeführt, die Solidaritätsressource, die in ungeahntem Ausmaß eingesetzt wurde, ja, mit einem klarerweise ethisch vertretbaren und sogar empfehlenswerten Ziel, spezifisch die Schützung, der Schutz von Leben, der Schutz unseres Gesundheitssystems und so weiter. Es gab sehr gute Gründe für sehr viele ergriffene Maßnahmen. Und dass wir die in dieser Form getroffen haben, halte ich für einen erkennbaren moralischen Fortschritt. Gleichzeitig haben wir aber erlebt, und darüber wird meines Erachtens noch zu wenig diskutiert, moralische Rückschritte, wie zum Beispiel die immer noch überhaupt nicht überwundene Schließung von Grenzen. Das heißt, die Pandemiebewältigung geschieht weiterhin überwiegend unter Vorzeichen nationalstaatlicher Maßnahmen. Dafür gibt es gute Gründe, Gesundheitssysteme, rechtliche Rahmen und so weiter. Das führt aber zu erheblichen moralischen Defiziten, wie dem Phänomen, das ich als Corona-Olympiade bezeichne. Das heißt, jedes Land glaubt ja von sich ganz gerne, es sei ganz besonders gut in der Bewältigung der Pandemie. Es wird allerdings nicht gesagt, worin das Gutsein besteht. Ja, also wenn ich sage, ich bin gut in etwas, dann wüsste ich gerne, was das ist, dieses Etwas, was die Zielvorstellung ist, um das messen zu können. Dann werden natürlich Zahlen angeführt, die verändern sich. Es sind mal die Infizierten, dann die Toten, dann die Relation, dann die Intensivbetten, der R-Faktor, der C-Faktor und so weiter. Je nach Lage, die angeführt werden, um die Rankings in der Corona-Olympiade zu gestalten. Und das Ergebnis dieses internationalen Diskursformats ist meines Erachtens nicht zufällig eine brandgefährliche Verschiebung der geopolitischen Debattenlage. Deswegen habe ich ein Buch über universale Werte geschrieben, weil ich auch glaube, dass das größte Defizit, das ich derzeit wahrnehme, die Abwesenheit globaler Solidarität ist. Was haben wir in Deutschland getan? Als erstes, wir haben nicht unseren italienischen Freundinnen geholfen und unseren französischen Freundinnen, sondern wir haben die Grenze geschlossen. Wir haben mitgeteilt, dass wir die Menschen in Italien oder auch in Frankreich für besonders gefährlich halten, dann müssen wir die Grenze schließen und so weiter. Das sind also sehr problematische Maßnahmen. Genauso wie zum Beispiel jetzt der Sport, dass man gegenseitig versucht, Risikogebiete auszuzeichnen und die Irrationalität, die damit verbunden ist. Ich habe heute noch mit Kolleginnen in Paris lange ein Videotelefonat durchgeführt, weil wir unsere Präsenzmeetings natürlich jetzt einstellen mussten, die für September geplant waren, weil unsere französischen Kolleginnen jetzt gehört haben, dass Deutschland sie die Ile-de-France als Risikogebiet deklariert hat, was allerdings der dortigen Tatsachenwahrnehmung überhaupt gar nicht entspricht. Das heißt, wir haben hier also deswegen noch einen Mangel, glaube ich, an der Umsetzung universaler Werte. Das gilt auch für die natürlich Verteilungsgerechtigkeitsfragen globaler Natur. Da geht es auch um Beatmungsgeräte, aber natürlich auch um globale Lieferketten. Ja, Armut nimmt gerade zu, Stichwort Kollateralschäden, 500.000 geschätzte zusätzliche AIDS-Tote in Afrika durch das Einstellen sogenannter westlicher Hilfe. Ja, 400.000 Kinder, die jährlich an Rotaviren in Afrika sterben. Niemand ist je auf den Gedanken gekommen, dass wir dafür 1 Milliarde Euro, damit wir das Problem übrigens vom Tisch einsetzen könnten. Stattdessen aber verwenden wir so und so viele Milliarden Euro für insbesondere nationale Maßnahmen zum Wirtschaftsschutz. Die sind in vielen Hinsichten völlig begründet, das möchte ich überhaupt gar nicht in Frage stellen. Ich glaube aber, wir müssen die Perspektive weiten, weil diese Pandemie kein deutsches Problem ist. Ja, ein Virus ist ja auch nicht deutsch, hat keine Nationalität, sondern ein universales. Das bedeutet, und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, dass wir einen Gedanken brauchen, der genuin universale Werte in Rechnung stellt. Das heißt etwas, was wir ohne Spaltung mit unseren chinesischen Mitmenschen teilen. Also eine Ethik, die nicht gilt für Chinesen und Japaner und Inderinnen und so weiter, ist keine. Ja? Das ist ein Gedanke, den ich unbedingt einschärfen möchte. Und das hat eben auch Konsequenzen, glaube ich, für unser Nachdenken über die Situation, in der wir uns befinden. Ja, deswegen versuche ich, den Blick
in der Analyse etwas umzulenken, weil gerade auch dieses Umlenken, dieser andere Blick auf die Situation, in der wir uns befinden, glaube ich, andere Formen von Auswegen generieren kann, als die überwiegend leider nationalstaatlich geführten Debatten. Der Buchtitel stand übrigens schon vor der Pandemie. Ja, also ich habe das kein Pandemiebuch, sondern die Pandemie hat mir interessantes Anschauungsmaterial geliefert. Es gibt längere Kapitel auch über Identitätspolitik und die moralische Verwerflichkeit des Rassismus und solche Themen, die ja auch nicht zufällig durch die Pandemie ins Zentrum gerückt sind. Wir haben ja nicht nur eine Krise, die wir zu bewältigen haben, sondern eine gigantische Stapelkrise, hinter der der größte Knaller, nämlich die Klimakatastrophe, auf uns lauert, sowie eben brandgefährliche geopolitische Verhältnisse, die jetzt durch die Monothematik des Virus für einen Moment mal abgeblendet sind, die aber leider nicht einmal ansatzweise bewältigt sind. Und ich glaube, das hängt zusammen. Ja? Also die Pandemiebekämpfung und die anderen Krisen in dieser Stapelkrise, die können wir, glaube ich, nicht getrennt voneinander diskutieren. Das führt nicht aus der Sackgasse heraus. Herr Gabriel, verstehe ich Sie da richtig, wenn Sie von in dieser Weise von universalen Werten sprechen, dass das Werte sind, die in allen Ländern funktionieren, aber gleichzeitig auch universal oder global wirken, also die nicht nur chinesische Freunde teilen, sondern die auch, wo wir für die chinesischen Freunde mit Verantwortung übernehmen? Absolut. Wir sind durch unsere alltäglichen Mikroentscheidungen, das ist ja auch eine wunderbare, meines Erachtens wieder fortschrittliche Wahrnehmung in der Pandemielage, Zunahme von Vegetariern in Deutschland, messbar derzeit zum Beispiel, und eben das Bewusstsein davon, dass jeder Schritt, den wir tun, ja, andere Leben betrifft, also faktisch natürlich, weil wir potenzielle Virenträger sind, auch wenn wir asymptomatisch sind. Das hat also unser Schrittbewusstsein geprägt. Aber gleichzeitig haben wir, Stichwort Fleischindustrie und Rassismusdebatte, haben wir natürlich auch gelernt, dass unsere alltäglichen Konsumentscheidungen ja genauso sind. Das heißt, wir sind meines Erachtens moralisch selbstbewusster geworden. Das heißt, wir haben etwas darüber gelernt, wer wir sind als Akteure in einer global vernetzten Welt. Und in der Tat ist es so, dass vieles von dem, was wir tun, als Mitglieder einer profitablen Wohlstandsgemeinschaft Deutschland, dass vieles von dem, was wir tun, Konsequenzen an anderen Orten der Welt hat. Das wussten wir kognitiv natürlich auch vor der Krise. Aber ich glaube, dass das spürbar geworden ist und auch, dass das ein Teil ist einer messbaren, transformativen gesellschaftlichen Erfahrung im Moment. Wir spüren das, dass eben das, was wir tun, direkte und indirekte Auswirkungen hat. Deswegen glaube ich, dass wir, was wir anhand von Corona jetzt dringend diskutieren müssen, müssen wir in einem größeren Rahmen diskutieren. Also genauso, wie Sie sagen. Und Frau Büchs hat ja eben auch das Phänomen der Solidarität aufgerufen. Der Mensch ist als Lebewesen, einfach deswegen, weil wir soziale Lebewesen einer bestimmten Sorte sind, sind wir prosozial. Und unsere prosozialen Einstellungen richten wir meistens in Hordenphänomenen ein, also als Nahethik. Aber die Nahethik ist nicht mehr, taugt überhaupt nicht für die Probleme des 21. Jahrhunderts. Ja? Das ist eigentlich klar seit den späten 1970er Jahren, als die Klimaethik, Hans Jonas, das Prinzip der Verantwortung, auf den Markt kam, war klar, dass Ethik sich nicht mehr mit der Frage beschäftigen sollte, was schulde ich den Menschen in Rheinland-Pfalz? Ja, sondern Ethik muss sich mit der Frage beschäftigen, was schulde ich Menschen als Menschen? Das ist, also ich glaube, moralische Gründe, also etwas zu tun aus ethischen Gründen bedeutet, etwas zu tun, was man tut, weil man ein Mensch ist. Und diese Dimension, ja, deswegen halte ich das Virus für emanzipatorisch in all seiner Gefahr. Es hat uns vor Augen geführt, dass wir Menschen sind. Und das ist aus dem Blick geraten durch teils unsinnige Diskussionen, zum Beispiel über eine transhumanistische Science-Fiction-Version, wo wir Menschen uns alle auf Plattformen hochladen, und andere Halluzinationen aus dem Silicon Valley. Die halte ich jetzt für wunderbar welthistorisch widerlegt. Herr Gabriel, ich möchte gerne diesen einen Punkt von Ihnen aufgreifen und an Frau Büchs nochmal weiterspielen. Sie sagen ja, wir könnten was lernen aus dieser Pandemiephase. Sie haben aber davor beschrieben, neben moralischen Fortschritten sehen Sie den Rückschritt. Und Frau Büchs, in der politischen Abwägung der dramatischen Folgen, wäre meine These, haben sich vor allen Dingen die durchgesetzt, die am lautesten geschrien haben. Also wenn es darum ging, wo soll geholfen werden, also gerade im ökonomischen Kontext, ich nenne jetzt mal als Klischee die Lufthansa,
da hat es mit 9 Milliarden ganz gut funktioniert. Aber der Schrei der psychisch Kranken, der Schrei der Alten, der Schrei der Kinder, ist der aus Ihrer Sicht so solidarisch gehört und aufgefangen worden? Oder müsste man die These vom moralischen Rückschritt oder der moralischen Anfrage auch dort bei der Abwägung der politischen Folgen einsetzen? Wollen Sie jetzt zunächst, soll ich darauf gleich? Ja, bitte, Frau Büchs, würden Sie? Okay. Ja. Weil das sozusagen der eine Ball vom anderen rüberkam. Ich bin kein Freund solcher sozusagen sehr starken Beschreibungen wie moralische Rückschritte in einer solchen Extremsituation, weil ich glaube, dass die Würfel da tatsächlich erst fallen werden. Ich glaube, das darf man einfach nicht vergessen, dass wir im Moment noch mitten in einer absoluten Ausnahmesituation sind, alle seit einem halben Jahr auch in Ausnahmezustand leben. Und ich glaube, dass wir wirklich verstehen werden, was das mit uns als Individuen, aber auch kollektiv als Gesellschaften tatsächlich gemacht hat, erst mit einem gewissen Abstand. Was man jetzt schon sehen kann, ist, glaube ich, dass wir es mit einer unglaublichen Entscheidungsverdichtung zu tun hatten. Und das hat natürlich dazu geführt, dass bestimmte Entscheidungen, die jetzt zum Beispiel so etwas wie die Lufthansa, das sind einfach sichtbare politische Signale gewesen, die alle irgendwie mitbekommen haben, dass so etwas eine ganz andere Bedeutung erfährt, auch in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit, als das normalerweise der Fall wäre, wenn solche Art Entscheidungen irgendwie mit mehr Zeit und Raum und eingebettet in ganz viele andere Entscheidungen. Wir hatten das alles innerhalb kürzester Zeit. Ich würde im Rückblick nämlich sagen, dass die Prioritäten insgesamt in Deutschland eigentlich ganz gut eingerichtet waren und wurden. Aber ich würde nicht sagen, dass man so ein Slice, wie sagt man denn, so einen Schnitt nehmen darf zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann sagen, war das jetzt alles richtig? Ich glaube, das wäre einfach ungerecht. Zu dem Zeitpunkt, als die Lufthansa kam, bin ich ganz bei Ihnen und würde auch sagen, also warum denn nun gerade die Lufthansa oder warum denn jetzt gerade die Reisebranche in diesem Fall? Mit Blick darauf, dass wir über die Monate doch sehr viele verschiedene Branchen gesehen haben, die eine Unterstützung bekommen haben und dass wir auch natürlich gesehen haben, dass bestimmte Branchen ganz besonders stark betroffen sind, glaube ich, gibt es ein bisschen ein anderes Bild. Und ich bin da einfach auch, das muss ich offen sagen, also wer da sozusagen sagt, da hätte man einen Masterplan haben müssen und da hätte es die perfekte ethische Auswahl gegeben, also da... Das glaube ich, würde kaum jemand sagen. Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt, den Sie, ich weiß, dass Sie das auch, dass das nicht unterstellt war mit der Frage, aber ich glaube, da brauchen wir ein bisschen Wohlwollen sozusagen uns gegenseitig. Was Sie erwähnt haben, was ich ganz wichtig finde, es hat immer wieder Stimmen gegeben, die jedenfalls zu wenig gehört wurden. Ich glaube, das kann man sagen. Es hat einfach, und da haben wir vom Ethikrat damals auch schon sehr früh darauf hingewiesen, aber das hat lange gedauert, bis das durchgedrungen ist, bis verstanden wurde. Ich habe gerade im Chat einen Beitrag gesehen, der sehr gut das widerspiegelt, was ich meine, bis klar geworden ist, dass es nicht nur um Arbeitsplätze und harte ökonomische Determinanten gehen kann und bestimmte Gruppen, die in der einen oder anderen Art und Weise betrachtet werden, sondern dass wir Dinge, leise Dinge wie Isolation, Dinge wie, dass Patientinnen und Patienten nicht mehr in Krankenhäuser gehen, selbst mit schweren Erkrankungen, dass allein gestorben wird, dass wir in der psychischen Gesundheit Zuwächse haben, wie wir sie lange nicht mehr gesehen haben. Diese Dinge, die einfach keine Lobby haben und die nicht so klar öffentlich auch im Bewusstsein stehen, dass die in den Blick genommen wurden und werden. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir alle immer noch haben. Da ist sehr viel mehr Aufmerksamkeit inzwischen da in den verschiedenen Sektoren. Aber da muss man wirklich dranbleiben, denn das sind diejenigen, die selten so laut schreien können wie viele andere. Und das ist natürlich auch, wenn Sie so die makroökonomische und die große politische Debatte nehmen, sind das einfach Bereiche, ja, die immer in Gefahr sind, ein wenig in den Hintergrund zu treten. Und das ist mir tatsächlich auch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, vielen hier im Kreis auch,
dass wir diese Bereiche einfach ganz besonders stark immer wieder uns vor Augen rufen. Es sind eben die Schwächsten, es sind die ganz Kleinen und es sind die ganz Alten und es sind die ganz Kranken und die ganz Isolierten, denen es am schwersten fällt, ins öffentliche Bewusstsein zu kommen. Und da müssen wir alle dranbleiben. Ja, genau. Also wenn die Stunde der Lobbyisten schlägt, dann sind diese Gruppen, die Sie benannt haben, die brauchen dann eben andere, die dafür eintreten. Frau Schmidt, vielleicht können wir die Situation noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Also ich denke an das Altenheim, das ich hier in Husum betreue, an Menschen, die in Beginn der Demenz dort leben, die der Lockdown wirklich einen dramatischen Einschnitt bedeutet hat. Die durften zum Teil das Zimmer nicht verlassen, das Essen wurde vor die Tür gestellt. Leute, die sich nicht wirklich orientieren können in ihrer Altersdemenz, fallen ja ins Bodenlose. Das ist eine ganz komplexe und heikle Abwägungssituation, wie die Senioren geschützt werden, die Risikogruppe sind und gleichzeitig, wie ihre Werte gehalten werden können. Sie haben da sicherlich ganz praktische Einblicke in Ihre Arbeit gehabt. Ja, die haben wir auch immer noch. Wir haben natürlich hier auch alte Patienten, aber wir haben ja überhaupt eben behandeln psychisch Kranke. Auch diese Patienten mussten wir in der Lockdown-Phase, was vielen sehr, sehr schwer gefallen ist und was einem auch schon ohne psychische Erkrankung sehr schwer fällt oder den meisten, denke ich, so lange in einem Einzelzimmer isolieren, bis dann der negative Test da war. Wenn er nicht negativ war, dann dauerte die Isolierung noch länger, sonst konnten wir stationär nicht behandeln. Wir mussten uns da sozusagen ja nach den Vorgaben richten und das hat für die Betroffenen schon sehr viel bedeutet. Und ich habe gesehen, wie die Menschen darunter gelitten haben. Jetzt ist die Frage, machen wir das nochmal? Kommt die zweite Welle? Kommt das wieder? Das fragen uns schon viele. Kann man zu ihnen kommen, ohne dass man eben in einer Einzelzelle, wie es so oft genannt wird, nein, es sind keine Zellen, es sind Zimmer, isoliert wird? Das sind Fragen, die Patienten, die uns alle hier täglich bewegen. Und man hat auch gesehen, um nochmal auf die psychisch Kranken, die jetzt gerade erwähnt worden sind, zurückzukommen, es ist die Frage, steigt dann die Prävalenz, also steigt die Menge von Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen? Und ich denke, ja, das ist so. Zum einen betrifft das Menschen, die ohnehin schon eine psychiatrische Erkrankung haben und die durch die eben beschriebenen Maßnahmen, durch soziale Isolation, durch alle möglichen Faktoren sozusagen in ihrer Krankheit zurückgeworfen werden oder der Heilungsprozess unterbrochen werden. Es betrifft auch Menschen, die Menschen verloren haben oder um geliebte Angehörige bangen, die aber auch wirtschaftlich vielleicht vor dem Ruin stehen. Auch das habe ich hier schon ein paar Mal gesehen. Ich habe ja hier unter anderem eine Traumaambulanz. Das ist natürlich per Definition kein Trauma, wenn man einen wirtschaftlichen Ruin erleidet. Aber von vielen wird es so wahrgenommen, weil es das bisher in dieser Form und Masse, wenn man das auch im Bekanntenkreis sieht, zumindest sehr lange nicht vorkam in Deutschland. All das sehen wir hier und Sie haben die Alten und Kranken in den Pflegeheimen erwähnt. Wir haben ja auch eine gerontopsychiatrische Abteilung, die von unserer allgemeinpsychiatrischen getrennt ist, aber wir arbeiten natürlich zusammen. Man sieht gerade die Menschen, die alt und krank sind, die Vorerkrankungen haben, die haben natürlich auch besonders starke Angst, sich zu infizieren. Und ja, diese Angst kann eben eine vorbestehende psychische Erkrankung verschlimmern oder gar neu zum Ausbruch bringen. Aus psychiatrischer Sicht, das möchte ich noch erwähnen, und auch aus psychologischer, auch aus biologischer, ich bin ja auch noch Biologin, ist die Corona-Krise ein Stressor. Ja, wenn man das abstrakt betrachtet, mit all den Ebenen, die bereits erwähnt worden sind, wirkt das auf unsere Psyche als Stress ein und kann unterschiedliche Konsequenzen haben, je nachdem, und da sind wir wieder beim Begriff der Resilienz, wie resilient, wie stark unsere Federung, unsere Anpassungsfähigkeit in Bezug auf diesen Stressor ist. Das ist jetzt eine sehr ausgedehnte Antwort, mit der ich versucht habe, mehrere Facetten und auch neue Facetten zu beleuchten, was psychische Erkrankungen angeht. Ja. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass da der Blick
ins Detail, so wie Sie es sich angedeutet haben, richtig wichtig ist, dass wir vom Allgemeinen dann auch in die besonderen Notlagen kommen. Ich würde aber gerne noch einmal auf Herrn Gabriel zugehen. Sie haben die verschiedenen globalen Krisen beschrieben, die häufig jetzt auch im öffentlichen Diskurs gegeneinander ausgespielt werden. Also wenn wir uns jetzt um Corona kümmern, dann muss jetzt die Klimakrise auch mal warten. Das ist jetzt nicht so wichtig, weil Sie kennen diese Dynamik. Und in Ihrem Statement vorhin haben Sie gesagt, wir müssten das klüger aufeinander beziehen. Sehen Sie dann in der Bewältigung der Corona-Krise auch Lernschritte, um mit anderen Transformationsprozessen klüger umzugehen, als wie wir das vorher getan haben? Ja, in der Tat ist das, wenn Sie so wollen, das Narrativ, das ich empfehle, oder die Beobachtung, je nachdem, wie man das theoretisch einstuft, was ich tue, die Beobachtung, die ich vornehme. Ich halte das in der Tat für einen Übungsplatz und ich glaube auch nicht, dass wir uns in einem Ausnahmezustand befinden. Die Situation, die wir hinter uns gelassen haben, war ebenso wenig normal wie die jetzige Situation. Es gab eine andere Wahrnehmung von Normalität, aber wir sind in einer völlig normalen Situation. Wir befinden uns in sehr vielen Pandemien, vergessen das gerne. Wir sind mitten in der HIV-Pandemie, die natürlich erheblich gefährlicher ist als die Corona-Krise, aber wir haben das einfach vergessen. Ja? Also mit vielen Menschen habe ich gesprochen, die sagen, die erste Pandemie, in der wir sind, ja? Wir befinden uns auch in anderen Coronavirus-Pandemien. Es gibt 4 endemische Coronaviren in Deutschland. Es gibt natürlich noch SARS und MERS, die zum Glück keinen pandemischen Status erreicht haben. Ja? Aber wir befinden uns in sehr vielen Pandemien. Das heißt, das Besondere dieser Situation ist, glaube ich, nicht, dass wir in einer Pandemie oder in einer Krise sind, sondern auch die Wahrnehmung und die Bewältigung dieser besonderen Krise, wo ganz viele Faktoren eine Rolle spielen. Ja? Dass die gegenwärtige Informationstechnologie, die Art der Geschwindigkeit der Verbreitung, die faktische Gefahrenlage durch das Virus, der Vergleich zu SARS. Es gab anfangs noch im Januar im Lancet, also einem wichtigen medizinischen Fachjournal, eine Diskussion, die chinesische Virologen miteinander geführt haben, ob man das Virus, ob es moralisch vertretbar ist, von SARS-2 zu reden. Und das chinesische Urteil war damals nein, weil das zu große ökonomische Schaden haben würde und Anxiety auslösen würde. Es gab also solche Kollateralargumente, aber man hat sich dann entschieden, in den relevanten Gremien wegen der genetischen Verwandtschaft zu SARS-1 den SARS-Vergleich zu machen. Und das hatte natürlich alles auch Konsequenzen, neben der medialen Berichterstattung, Stichwort Bilder aus Italien und so weiter. Ja? Also wir haben, deswegen sehe ich in der Tat die Situation, langer Rede, kurzer Sinn, als Übungsplatz für die Bewältigung der globalen Krisensituation, in der wir uns befinden. Und manche dieser Krisen sind uns viel näher als die Klimakrise. Das ist zum Beispiel die Digitalisierungskrise der Europäischen Union. Wir verwenden jetzt seit Monaten US-amerikanische Services, die erstens Streaming und was wir gerade tun, massiv zur ökologischen Krise beitragen. Der Aufwand, der ökologische Beitrag des derzeitigen Streamings überschreitet den ökologischen Beitrag der Luftfahrt. Ja? Wir haben also, das sind interessante jüngere Daten vom Weltwirtschaftsforum, die mir gerade vorliegen, sehr spannend als Ergebnis. Wir haben also nicht das Aussetzen der Luftfahrt hatte deswegen einen vergleichsweise geringen Beitrag wegen des Streaming. Dann bedeutet das natürlich, dass wir die digitale Hoheit über Formate unserer Selbstbildfindung aufgegeben haben, fürs Erste an US-amerikanische Tech-Monopole und jetzt Stichwort TikTok-Streit, natürlich auch an chinesische. Da haben wir also auch eine riesige Krise, die unter dem Stichwort der Digitalisierung zu bearbeiten ist. Das sind ganz viele, ja. Ich führe ja auch nur einige an. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade lernen und das aber uns noch nicht so richtig eingestehen wollen, daher der Rückzug in die nationalstaatlichen Grenzen in meiner Beobachtung, dass wir es mit globalen Problemen zu tun haben, sowieso in dieser Pandemie. Und keine Lösung, die das nicht in Rechnung stellt, wird dazu führen, dass der Zustand, in dem wir derzeit sind, ein Ende findet. Ja, das ist meine Abschätzung. Es gibt kein Ende der Lage, das nicht global ist. Das schließt auch den Impfstoff und seine Verteilung ein. Das heißt, solange wir glauben, wir könnten irgendwie ein Problem jetzt zu Hause lösen und lassen die anderen mal raus, solange das unsere Denkform ist, finden wir den Weg nicht. Und ich glaube auch, dass das, was ich gerade beschreibe, natürlich messbare Konsequenzen hat, sowohl psychischer Art natürlich und psychologischer Art. Das sind ja auch ökonomische Folgekosten, ja. Stichwort Krankenkasse, als auch medizinisch, aber eben auch gesamtgesellschaftlich. Und ich glaube, diese Faktoren, die sehen wir gerade nicht durch eine bestimmte monothematische Analysekultur der derzeitigen Lage. Wir wollen immer
sehr konkrete und sehr wichtige Fragen, die uns betreffen als Individuen, sehr schnell beantwortet haben. Kommt der zweite Lockdown wann? Was darf ich öffnen? Dürfen meine Kinder zur Schule? Das sind völlig reale Sorgen, die ich ja auch habe. Aber diese Sorgelage, das Drohpotenzial verschwindet nicht, wenn wir nicht anders denken. Ja, also wir brauchen, glaube ich, ein radikales Umdenken. Deswegen in diesem Narrativ ist es auch eine Empfehlung, die ich aussprechen möchte, diese Krise als Übungsplatz zu sehen. Denn wie gesagt, die andere ist auch da. Nicht war so schön im Lockdown, also das Wetter war so schön, weil wir die dritte Dürreperiode in Folge erlebt haben. Das Wetter war also nicht schön, sondern es war die Androhung apokalyptischer Szenarien. Ja? Aber wir haben das anders erlebt. Da sind also ganz viele Wahrnehmungsfolien, die wir, glaube ich, bisher noch nicht adäquat analysiert haben. Und nur darauf möchte ich hinweisen. Dankeschön, Herr Gabel. Frau Büchse, wenn ich dieses Motiv einmal aufgreife, das ist ein Lernfeld. Wir als Gesellschaft haben eine Lernaufgabe. Ich würde Sie gerne nach Ihrer Einschätzung einmal fragen wollen, wo passiert es eigentlich sachgemäß im öffentlichen Diskurs, auch in der politischen Diskussion, also ein Ort, wo Auswertung und Analyse passiert, ohne Gesichtsverlust, ohne Vorverurteilung. Sie haben das vorhin, finde ich, gut eingeordnet. Man darf jetzt nicht krass schnell urteilen, sondern muss auch eine gewisse Gelassenheit rannehmen. Aber sehen Sie das, dass auch politisch die Entscheidungen so aufgearbeitet werden, dass wir sagen können, wir haben wirklich etwas daraus gelernt, oder ist das Beharren eigentlich größer in den Figuren, die wir haben? Und auch das Risiko, sich Fehlern zu stellen. Sie haben ja das angesprochen, wir müssten da gelassener auch auf Entscheidungen schauen. Ich habe tatsächlich relativ viel Einblick im Moment in diese politische Entscheidungsfindung, weil ich den ein oder anderen sozusagen weiteren beratenden Job habe, neben dem Deutschen Ethikrat, der ja nicht so ad hoc und kurzfristig in der alltäglichen Politikberatung ist. Und ich sage das jetzt natürlich dann aus einer bestimmten Perspektive, nämlich aus meiner Perspektive. Also alle diejenigen, die genuin in Entscheidungskontexten stehen, habe ich ausschließlich erlebt als extrem lernoffen und lernbegierig. Und ich glaube, wir haben es in Deutschland insgesamt, und ich sage das in Vorsicht, weil man natürlich nicht alles kennt, aber gerade auch mit Blick sozusagen auf unsere höchsten Entscheidungsträgerschaften doch mit einer Offenheit wissenschaftlichen Veränderungen gegenüber, mit einem Blick auch auf internationale Kontexte, einer Gleichzeitigkeit der Versorgung der eigenen Bevölkerung, die uns qua Verfassung ja natürlich letztlich auch vorgegeben ist, beziehungsweise qua Staatsordnung muss man sagen, nicht qua Verfassungsprinzip. Und deswegen nachvollziehbarerweise auch im Vordergrund steht, aber gleichzeitig auch ein Verständnis dafür, dass wir es mit einer globalen Problematik zu tun haben. Und ich habe eigentlich den Eindruck, dass da sehr viel Ringen und Bemühen stattfindet, um kontinuierlich letztlich die besten Entscheidungen zu treffen. Was nur so gemein ist, dadurch, dass diese Situation gegenwärtig natürlich viele sehr unterschiedlich betrifft, das muss man einfach ganz klar sagen, das wissen wir, es gibt viele Ungleichheiten darin, es gibt unterschiedliche Risiken, es gibt unterschiedliche Folgen für unterschiedliche Menschen. Dadurch ist es natürlich sehr schwierig, Entscheidungen so zu treffen, dass alle damit glücklich sind und dass wir sozusagen alle jubeln und jawohl, das war's jetzt. Es ist quasi aus der Situation heraus, aus der Komplexität und der Veränderbarkeit, der Dynamik der Situation heraus, quasi eine Notwendigkeit, dass man es nie perfekt erwischen kann. Dass man also, und so ist ja auch der Titel der Veranstaltung, man ist in Unsicherheit und muss das Beste tun, was man dann jeweils kann. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Wahrnehmungen. Wir wissen alle, dass diejenigen, die auf die Straßen gehen und sich lautstark ihre Angst oder ihre Wut, ihren Ärger, aber auch ihre rassistischen oder sonstigen schon vor der Krise bestehenden Ressentiments vom Leib schreien, dass die den Blick darauf haben, dass das nicht gut in Deutschland gelaufen ist. Meine Wahrnehmung ist da eine ganz andere, dass wir insgesamt
und zwar nicht nur in der Politik, sondern insbesondere auch in der Zivilgesellschaft, ein ganz tiefes Bemühen, kontinuierliches Bemühen darum haben, es gut zu machen für uns alle. Ich habe das in den politischen Beratungskontexten immer wieder erlebt. Das sind auch alles Menschen und die lassen sich beraten. Und da gibt es also ganz, ganz viele Bemühungen und ein Diskutieren und Austauschen und Versuchen des Wahrnehmens möglichst vieler Perspektiven. Ich habe das aber auch in den zivilgesellschaftlichen Kontexten immer wieder erlebt. Wenn man sieht, was in Krankenhäusern, in Pflegeheimen, was in Schulen, in Kitas, in Unternehmen passiert, ohne dass da irgendwie die Politik sagt, ihr müsst jetzt so und so. Was da an Konzepten entstanden ist, was da an kreativer Energie auch hineingeflossen ist und was für ein unglaublicher Einsatz. Ich kenne es jetzt nur aus meinen Münchner Kontexten. Also was in den ersten 24 Stunden, wir sind natürlich ein Haus der Maximalversorgung, das ist völlig klar, aber was in den ersten 24 Stunden, als wirklich klar war, jetzt geht es um die Wurst, am rechts der Isar passiert es um dieses Krankenhaus und die umliegenden Organisationen innerhalb kürzester Zeit pandemiefest zu machen. Das war absolut beeindruckend. Und mir ist es wichtig, dass nicht nur diese katastrophisierenden Narrative, die im Moment doch eine sehr starke Rolle spielen, im Vordergrund stehen, trotz der Ausnahmesituation, in der wir sind und dem großen Wandel, den wir erlebt haben in den letzten paar Monaten für die Lebenswelt der Menschen, sondern dass wir uns auch immer wieder klar machen, wie viel wir als Zivilgemeinschaft und als Zivilgesellschaft haben an Ressourcen und was wir da aufbringen können und aufgebracht haben. Denn ansonsten verfallen wir alle in eine kollektive Hoffnungslosigkeit. Denn so ganz klar ist ja noch nicht, wie das mit dem Licht am Ende des Tunnels aussieht, ob das mit den Impfungen klappt, ob das mit den Schnelltests klappt, ob das mit den Behandlungen klappt und so weiter und so fort. Und deswegen ist mir das ganz wichtig, darauf auch einfach nochmal den Blick zu wenden. Diese Ressource zu sehen, genau. Eine letzte Frage an Frau Schmidt, ehe ich zu Frau Fendt gleich schalte und sie uns Fragen aus dem Netz einspielt. Ich würde, Frau Schmidt, gerne noch einmal die Widerstandsenergie mit Ihnen betrachten. Menschen, die auf die Straße gehen und wir sehen bei sowohl Demonstrationen als auch bei Diskursen im Netz ja ein ganz breites Spektrum an Widerstandsenergie. Wie würden Sie als Psychiaterin und Psychotherapeutin das kategorisieren, was dort an Gegenkraft aufgebaut wird? Wie ordnen Sie das ein? Ja, das kann man, das ist eine sehr gute Frage, auf mehreren Ebenen beantworten. Also erstmal, wenn ich das so kategorisieren darf, finde ich Widerstand gut und normal. Unsere Gesellschaft lebt vom kritischen Diskurs. Gerade die Demokratie lebt vom kritischen Diskurs und ich finde es wichtig, dass es Widerstand gibt, und zwar in jeder Frage, in jedem Kontext. Es ist dann auf der zweiten Ebene die Frage, wie wird dieser Widerstand ausgelegt? Die Bischöfin hatte am Anfang, ich weiß nicht, ob wir da schon online waren, von einem friedlichen Widerstand, ich finde die Worte nicht mehr, sie hat es sehr schön formuliert, gesprochen. Da gibt es natürlich dann in der Ausübung des Widerstands alles, was mit Gewalt zu tun hat und so weiter. Das ist dann ein Bereich, der sicherlich nicht favorisiert werden sollte und der teilweise dann auch ins Krankhafte, ins Pathologische gehen kann. Aber per se ist Widerstand, den haben wir alle, der definiert auch zum Teil unsere notwendige Abgrenzung gegenüber unserer Umwelt im psychologischen Sinne und unseren Lebenswillen. Widerstand ist richtig und wichtig, fordert uns alle heraus und ist gerade in der momentanen Situation wichtig, damit wir nicht all die Facetten, die auch meine beiden Kollegen und wir hier genannt und Sie auch genannt haben, nicht vergessen, die unterschiedlichen Facetten und Werte, die es zu verteidigen gilt. Das ist zum einen die Gesundheit, das ist zum anderen der Frieden in der Gesellschaft. Das sind auch, wenn man es kaum hören mag, natürlich immer wirtschaftliche Dinge, die beachtet werden müssen, um das Gesundheitssystem, um den Frieden und so weiter zu erhalten. Ja, und dieser Widerstand dient dazu, für mich positiv, dass wir das nicht vergessen. Wie gesagt, über die Form
kann man sich streiten. Ein nicht friedlicher Widerstand, den finde ich schlecht und wie gesagt, kann ins Pathologische gehen. Aber per se ist Widerstand normal, richtig und gut. Dankeschön, Frau Schmidt. Ich spiele jetzt den Pass zu Tatjana Pfendt, die in den Chatrooms zu dieser Veranstaltung liest und hört und sammelt. Frau Pfendt, was nehmen Sie wahr? Hört jemand zu draußen? Und haben Sie vielleicht die eine oder andere interessante Frage für uns? Ja, eine sehr spannende Diskussion, die Sie vier miteinander führen und das nehmen auch die Zuschauer so wahr. Es gibt verschiedene Fragen aus dem Publikum, es gibt Anregungen und Anmerkungen. Wir haben hier mal ein wenig gesammelt. Zum einen Lob und Dank für diese Veranstaltung, das mal vorausgeschickt. Viele wichtige ethische Fragen werden hier angestoßen, die zum Teil vermisst wurden von den Zuschauern in den vergangenen Wochen. Da ist eine große Dankbarkeit, dass hier diese ethischen Themen zum Thema gemacht werden. Dann gab es eine Frage, die tatsächlich zum Teil schon beantwortet wurde, die man aber eventuell noch mal erweitern könnte. Ein Zuschauer hat von seiner 96-jährigen Tante erzählt, die im Pflegeheim ist und nicht besucht werden durfte in den Lockdown-Wochen. Da hat sie sehr drunter gelitten, wie natürlich viele andere alte Menschen ebenfalls. Und er hat eine interessante Frage gestellt, wie ich finde, in der er beschreibt, dass er es als schwierig empfindet, dass einerseits alle alten Menschen in der Pandemie als schwach und bedürftig herausgestellt werden und auch so wahrgenommen werden. Das ist sozusagen etwas Positives. Und auf der anderen Seite aber als handelnde und denkende Menschen gar nicht gehört werden und da nochmal ernst genommen werden sozusagen. Sie hatten sich da vorhin schon einmal zu geäußert, zu der Situation in den Pflegeheimen. Jetzt hatten wir hier nochmal einen kurzen Zwischendialog, wo wir uns gefragt haben, kann man das vielleicht auf die gesamte Bevölkerung beziehen? Herr Gabriel, Sie hatten das globale Thema angesprochen. Was macht man sozusagen mit den Menschen, die auf der einen Seite eben als schwach und bedürftig wahrgenommen werden und auf der anderen Seite eben aber auch als individuelle Personen, die handelnd und denkend in unserer Gesellschaft stehen, eigene Bedürfnisse haben, die eben auch wahrgenommen und ernst genommen werden müssen. Herr Gabriel, mögen Sie? Ja, ich kann mal einen Aufschlag machen zu dieser wichtigen Frage. Ich habe auch im Lockdown, als ich angefangen habe, mich zu äußern zu einigen diesen Dingern, viele Zuschriften erhalten und dann auch Anrufe. Ich habe auch zurückgerufen und versucht, das Gespräch zu führen von Menschen in vergleichbaren Situationen. Also entweder Pflegeheim oder überhaupt Vertreterinnen oder die sich so sahen, dieses Teils der Menschen in Deutschland. Und habe sehr viel auch den Hinweis erhalten, dass man nicht wünscht, geschützt zu werden auf diese Weise. Ja? Sehr häufig habe ich auch den Hinweis gesehen, ich möchte lieber ein Risiko eingehen, ein erweitertes Lebensrisiko, um die Stellungnahme ad hoc des Ethikrats zu zitieren. Ich gehe das lieber ein, und ich möchte auch, dass sofort geöffnet wird, als dass ich in eine Welt komme mit den Wirtschaftsfolgen und so weiter, in der ich auch nicht leben möchte. Also es gab sehr viele sehr interessante Abwägungen. Und in der Tat ist es natürlich so, dass diese Argumentation wegen des Primats des Gesundheitsschutzes, beziehungsweise so, wie wir ihn interpretiert haben, natürlich nicht, diese Stimmen nicht gehört wurden. Ja? Und das müssen wir jetzt meines Erachtens klarerweise tun. Genauso wie ja im Moment die Stimmung hat sich ja ein bisschen gedreht in der Argumentationslage. Priorisierung von Schule und Kita ist ja im Moment auch von der Kanzlerin das Thema. Das halte ich für einen Fortschritt in der Debatte. Aber die Pflegeheimdiskussion muss man, glaube ich, auch in dem und unter dem Gesichtspunkt führen. Fatal wäre es und meines Erachtens auch nicht ethisch vertretbar, eine Menschengruppe, die Vorerkrankten oder besonders Gefährdeten, die sind es ja auch nicht absolut, die sind auch nur statistisch gefährdeter. Ja? Es gibt ja so gut wie keine, die gibt es auch, aber so gut wie keine Menschengruppe, die einfach stirbt, wenn sie mit dem neuartigen Coronavirus infiziert wird. Ja? Das entspricht nicht den Tatsachen. Und das bedeutet natürlich, dass wir hier auch den medizinischen Tatsachen angemessene Handlungsformate entwickeln müssen, angesichts des Umstandes eines derzeit ja doch drastisch gesunkenen Lebensrisikos. Ja? Hohe Infektionen, niedrige Todeszahlen, Erklärungen dafür haben wir noch keine endgültigen, nur Hypothesen. Und angesichts der derzeitigen Lage, glaube ich, können wir das und sollten wir das nicht mehr so tun, wie zum Beispiel im März und April. Wir können das nicht tun, Menschen wegzusperren, weil auch das natürlich psychische und damit auch physische
Folgeschäden haben wird. Deswegen glaube ich, dass nach heutigem Wissen, ja, das war anders im März. Im März hatten wir Gründe, etwas zu tun. Wir haben jetzt aber andere Gründe, weil wir mehr wissen, in einer anderen Lage sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Da müssen wir genauso differenziert handeln, wie zum Beispiel jetzt in der Schule. Ja, meine Frau ist Lehrerin, Corona-Fall an ihrer Schule. Um den Schüler herum sind die nahesitzenden Schüler sind in Quarantäne, sonst niemand. Das wäre im März undenkbar gewesen. Ja. Okay. Herr Gabe, ich würde die Frage gerne auch nochmal an Frau Büchs weitergeben. Am Beispiel dieses 96-jährigen Verwandten unseres Zuschauers. Die 96 ist nicht das Thema, sondern ob dieser Verwandte alleine wohnt und entscheidet, ob er zum Einkaufen gehen kann oder nicht, oder in einer Einrichtung wohnt und dann wird die Entscheidung ihm abgenommen. Und obwohl sozusagen im Besitz aller Bürgerrechte hier seiner Freiheit beraubt. Das ist ja wirklich eine ganz, ganz kritische Abwägungsfrage. Würden Sie auch sagen, da, was im März richtig war, muss man im September 2020 nochmal neu einschätzen? Also ich muss Herrn Gabriel absolut recht geben. Ich glaube, dass wir initial einfach mit noch viel weniger Wissen handeln mussten, schnell handeln mussten. Und es gab initial einfach die Hinweise darauf, sehr alte Menschen sind besonders gefährdet. Und dann ist es nach und stecken sich auch sehr schnell an. Und dann ist es nachvollziehbar, dass man initial mit sozusagen groben Maßnahmen reingeht, um sagen, die Risiken möglichst zu minimieren. Das darf man heute nicht mehr so machen. Denn wir sind ja gemeinsam auf einer Lernkurve und wir müssen und haben auch gelernt, dass wir in Einrichtungen, wo nicht nur das Individuum betrachtet werden muss, das ist ja noch eine zweite Dimension, wo ja um diesen 96-jährigen Menschen, über den wir jetzt nun mal beispielhaft sprechen, ja auch noch viele andere potenziell vulnerable Menschen leben. Das muss man ja mitdenken. Aber selbst dort müssen wir gelernt haben, wie wir das besser machen. Also dass man eben nicht das ganze Ding einfach zumacht und das war's und niemand kommt mehr rein, sondern dass man die Möglichkeiten nutzt, die man hat, verantwortlich andere Einwohnerinnen und Einwohner zu schützen und zugleich sozialen Kontakt und Besuche zu erlauben. Das geht ja. Aber da mussten wir eben kollektiv lernen. Und deswegen glaube ich, dass das ganz richtig ist, dass wir heute nicht mehr, und davon ist auch letztlich meines Wissens gar nicht mehr die Rede, dass wir heute nochmal mit solchen groben und pauschalen und undifferenzierten, unpräzisen Maßnahmen, Herr Gabriel hat sehr schön das Beispiel auch der Schule erwähnt, da waren einfach die Schulen alle dicht. Und heute wissen wir, dass wir um Fälle herum Infektionscluster ganz schnell in die Quarantäne geben müssen, aber dass wir natürlich nicht die ganze Schule dicht machen müssen. Es hängt auch immer vom Umgebungsinfektionsgeschehen ab und so weiter. Also wir haben da ja gelernt, präziser zu werden. Und ich glaube, das ist eine der Botschaften, die in diesem ständigen Austarieren zwischen so viel Freiheit wie möglich und natürlich so viel Grundrechtsschutz wie möglich auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch immer noch ein Blick darauf, dass wir nicht wieder unkontrolliert werden dürfen, was die Pandemiezahlen anbelangt. Davon sind wir entfernt, aber das muss man im Blick haben. Bei diesem Austarieren geht es eben darum, die Maßnahmen so schnell wie möglich, aber dann auch so kurz wie möglich, so präzise wie möglich und dass möglichst wenig Menschen betroffen sind. Und letzter Punkt, es muss eben die Möglichkeit geben, gerade für jene, bei denen wir sagen, da braucht es besondere Schutzkonzepte, und das sind eben zum Beispiel die hochalten Menschen, die Möglichkeit geben, dass man nach wie vor selbstbestimmt sagen kann, das ist wunderbar, liebe Gesellschaft. Solange ich nicht andere wiederum mit dieser Entscheidung gefährde, nehme ich mir doch bitte heraus, dieses besondere Schutzkonzept von euch jetzt nicht einzufordern, sondern zu sagen, ich umarme meine Enkelkinder, also ich glaube, das kennen ganz viele aus ihren Familien. Die ersten Monate hat man da ganz klar dicht gemacht und dann irgendwann haben die Großeltern gesagt, wir machen das jetzt. Also ich kenne das aus vielen Familien und dann gab es intensive Diskussionen, können wir das machen? Und also wirklich diese Art von risikoethischer Abwägung in der Familie hat ganz, ganz vielfach stattgefunden und da ist letztlich am Ende die Person selbst diejenige, die entscheiden muss, ob sie dieses Risiko eingehen möchte oder nicht. Und das muss man dann jedenfalls ein Stück weit respektieren. Da sind wir dann wieder bei der Würde des einzelnen Menschen. Frau Fenn, ein zweiter Impuls aus dem Netz.
Ja, sehr gern. Ich schaue mal so ein kleines bisschen auf die Uhr und versuche verschiedene Aspekte zusammenzufassen, die nochmal aufkamen in Bezug auf Globalität. Das war ja auch am Anfang ein wichtiges Thema, das viele Zuschauer auch beschäftigt, sowohl, also vor allem natürlich, wie können wir mit dieser, mit der globalen Perspektive umgehen, auf verschiedene Arten und Weise. Einige Zuschauer haben dazu geschrieben, wie können wir unser Herz weit machen? Wie können wir tatsächlich unsere eigenen Grenzen überschreiten und in die Welt schauen, wenn wir vor Ort tatsächlich Mangel haben, gleich nebenan sozusagen? Also wie kann das konkret aussehen, dass wir da eben diesen Weitblick bekommen für uns, wenn wir eigentlich hier vor Ort selber auch Mangel haben? Dann ist aber auch tatsächlich die Frage aufgekommen oder der Impuls, dass es ja auch interessant wäre, den unterschiedlichen Umgang mit den Situationen in den verschiedenen Ländern miteinander zu vergleichen und dabei auch eben nochmal zu schauen und zu beobachten, welches Verhalten ist bei uns in Deutschland eigentlich zu sehen. Und das ist vielleicht eine Frage, die nochmal in Frau Dr. Schmidts Richtung geht. Da fragt nämlich ein Zuschauer, wie können vielleicht auch alte Traumata aufgearbeitet werden, die beispielsweise noch aus der NS-Zeit kommen, ist hier die Frage. Also alles gut, alles richtig machen zu wollen, alte Schuldgefühle, zwanghaftes Verhalten abzulegen. Genau. Okay. Frau Schmidt, wollen Sie diesen Ball einmal fangen? Also so eine historisch gewachsene Übergründlichkeit. Sehen Sie solche Motive? Ich bin das tatsächlich schon mal gefragt worden. Ich bin das auch von einer sehr betagten Patientin gefragt worden, die eben als Kind noch die Bombardierung in Dresden miterlebt hat und die, eben die eben angesprochenen Bedingungen, die damals in der Gesellschaft geherrscht haben, des Regimes und so weiter. Und auch die Dame hat Vergleiche angestellt. Ich denke, auch das hat mehrere Facetten. Diese eine Facette, die in dem Kontext genannt wurde, weil ich jetzt nicht zu dem politischen Kontext Stellung nehmen möchte, das ist der Begriff des Traumas. Trauma wird ja sehr global verwendet als Begriff. Man kann die Corona-Krise, ich habe es vorhin Stressor genannt, man kann sie schon als Trauma wahrnehmen, vor allen Dingen auf die Einzelperspektive betrachtet. Es ist sicherlich traumatisch, einen geliebten Menschen zu verlieren und direkt daneben zu stehen und nichts machen zu können. Trauma aufzuarbeiten, das war ja ein Teil dieser Frage, das kann man durch Betrachtung neuer Traumata in der Regel nicht. Trauma aufzuarbeiten, was ich hier nahezu täglich auch mit Patienten versuche, kann man dadurch, indem man sich der Vergangenheit stellt und sich bestimmten Details widmet, die in der Vergangenheit passiert sind und sie eben so lange wiederholt und reflektiert, bis ein gewisser aus psychologischer Sicht Verarbeitungsprozess eingetreten ist. Was ich hier eher in Bezug auf Trauma sehe, ist, wenn jemand in der Vergangenheit ein traumatisches Erlebnis durchlitten hat und jetzt wieder in der Corona-Krise einem starken Stress oder gar traumatischem Stress, wie zum Beispiel die Bilder aus Italien sehr eindrücklich gezeigt haben, dass es da, wo der Fall gewesen sein muss, das wieder erlebt, dann steigt die Belastung für das Individuum. Und die Belastung kann eben so stark steigen, dass eine Traumafolgestörung auftritt, dass auch Suizidgedanken auftreten. Also es ist schon ein sehr ernstes Thema. Aber eine Verarbeitung, um es nochmal zu sagen, durch Betrachtung eines neuen Traumas, das sicherlich nicht. Ja. Okay. Herr Gabriel, das Nahe und das Ferne, wie sich das zueinander verhält. Frau Fendt, ich nehme diese Frage nochmal auf. Sie haben von einer Corona-Olympiade der Nationen gesprochen. Ist etwas zu gewinnen aus diesem Vergleich? Wir reden häufig über den schwedischen und den deutschen Weg. Man könnte auch den brasilianischen Weg sich mal anschauen oder den US-amerikanischen. Welcher Gewinn steckt da drin, dass man sich die verschiedenen lokalen Brillen aufsetzt? Ja, ich glaube, wir können dann lernen, ja, wenn wir das ordentlich täten, dass wir, und das ist ein moralischer Makel, in Stereotypen denken. Ja? Also was wir so sagen über den schwedischen Weg, entspricht nicht der Wirklichkeit.
Was wir sagen über den amerikanischen und auch über den deutschen Weg, entspricht überwiegend nicht der Wirklichkeit. Wir haben eine bessere Auflösung, weil wir näher dran sind, natürlich bezüglich des sogenannten deutschen Weges. Also das, was wir innerhalb unseres Rechtssystems tun. Das, so verstehe ich jetzt das Wort deutsch. Am deutschen Weg ist ja nichts deutsch, außer dass er unter bestimmten rechtlichen Bedingungen steht. Sonst wüsste ich nicht, was das Wort deutsch hier bedeuten kann. Und so ähnlich ist es mit den anderen Wegen. Ja, das sind ja medizinische und dann letztlich auch ethische Fragen, die wir uns stellen müssen. Ich glaube, dass wir sehr stark in Stereotypen geredet haben. Die Vorstellung, unsere britischen Freunde nach dem Brexit geben alle ethischen Werte auf und setzen auf die Herdenimmunität nach guten alten Modellen des Sozialdarwinismus und so weiter. So wurde ja darüber geredet. Das ist natürlich völliger Unsinn. Ja? Oder auch die chinesische Überwachungsdiktatur sperrt jetzt alle Leute per WeChat ein und so weiter. Das heißt, wir haben sehr stark stereotypische Wahrnehmung davon, was andere tun. Und man kann das ein bisschen aufsprengen, wenn man die Fragen etwas anders stellt. Ja? Zum Beispiel, was ist die doch sehr erfolgreiche Strategie des Vatikanstaats? Ja? Ich glaube, es sind 18 Infizierte bisher und 0 Tote. Ja? Und dabei bei einer, sagen wir mal, sehr vulnerablen Population. Ja? Aber, und das mitten in Italien. Ja, was machen die eigentlich? Nun, ja, also wenn man so ein bisschen umlenkt, oder was ist in Afrika los? Ja, auch dort haben wir ganz verschiedene Situationen. Und ich glaube, dass diese Vorstellung, es gäbe so nationale Strategien und so weiter, ja, dass das überwiegend auch den Tatsachen nicht wirklich entspricht. Und wenn wir schon über Erfolge reden, also wenn wir uns fragen, sozusagen, wer hat es denn gut gemacht, da würde ich mich immer fragen, was ist es und was heißt es gut zu machen? Ja, das wird ja meistens nicht beantwortet. Deswegen, wenn so geredet wird, vermute ich immer Nationalismus. Also man glaubt, man habe etwas gut gemacht. Aber dann müssen wir sagen, die Griechen haben es gut gemacht. Also nach unseren Standards haben es die Griechen besser als wir gemacht, die Portugiesen, die Japaner. Also in der Olympiade haben wir sehr schlecht abgeschnitten. Ich glaube, bei der Fußball-EM wäre es besser ausgegangen für uns. Ja, aber wir glauben dennoch, super gelaufen. Die Türkei, besser gemacht. Ja, wenn das unsere Kriterien sind. Aber so würde ich das eben gar nicht denken, sondern mich fragen, ja, in anderen Gesundheitssystemen mit anderen rechtlichen Rahmenbedingungen, ja, also lernen voneinander, ja, im Gespräch, zum Beispiel, Stichwort Aerosol-Diskussion, der neueste Hit kam irgendwann im März nach Deutschland. Ich habe von meinen Kollegen, ich bin auch Gastprofessor an der University of Tokyo, von meinen sehr fortgeschrittenen medizinischen Kollegen in Tokio, im Januar alle Daten darüber gehört, über Aerosol, dass das der Hauptübertragungsweg sei. Also hat man immer schon gelüftet. Ja? Im Mai fangen wir an, in Deutschland zu diskutieren darüber. Im Januar höre ich genauso aus den USA, es gibt im Wesentlichen keine Schmierinfektionen. Da habe ich im Supermarkt noch Handschuhe getragen, aus Angst vor Schmierinfektionen bis tief in den März hinein. Das heißt, ein Mangel an Austausch, auch medizinischen Wissens, in unserer Vorstellung davon, was die anderen tun, hat, glaube ich, dazu geführt, dass jedes Land mit seinen Strategien ja, die Chance verpasst hat, die Sache besser zu meistern. Okay. Das habe ich sofort begriffen. Herr Gabriel, ist natürlich jetzt super dünnes Eis, wenn Sie bei einer Veranstaltung der Evangelischen Akademie den römisch-katholisch-vatikanischen Weg uns jetzt hier lassen wir jetzt mal so stehen. Ich würde gerne in einer, ich mit Blick auf die Uhr, kurzen Schlussrunde an Sie drei Fragen aus Ihrer persönlichen fachlichen, aber auch persönlichen Sicht. Was erwarten, was wünschen Sie von den Kirchen im weiteren Umgang mit der Pandemie? Vielleicht können Sie das mit ein, zwei Sätzen sagen. Was wäre Ihr Wunsch an die kirchliche Praxis, wie Christinnen und Christen und wie Kirchen sich einbringen können? Herr Gabriel, mögen Sie starten, wir drehen sozusagen die Eingangsreihenfolge um mit einem kleinen Ausblick. Ja, also ich hätte mir von den Kirchen, und damit wünsche ich es mir für die Zukunft, deutlich mehr mediale Präsenz gewünscht und das Einklagen auch natürlich der Religionsfreiheit. Nicht aus dummem Widerstand, wir haben ja darüber gesprochen, rationalen, irrationalen Widerstand, sondern weil das auch eine wichtige Stimme ist. Dito für die Universitäten, die sich bis zum heutigen Zeitpunkt übrigens nicht zu Wort gemeldet haben, was ich für einen der größten Skandale halte. Wir reden ja gerade darüber, wie wir viele Perspektiven ins Bild holen. Wir öffnen die Eisdielen und Pizzabuden und Burgerbuden, aber haben Schwierigkeiten mit den Universitätsbibliotheken und Kirchen. Und das, glaube ich, ist ein bisher nicht zu richtig in der Öffentlichkeit angekommener Skandal. Die Kirchen sollten sich dazu Gehör bringen und ihr Recht darauf einfordern, ja, auch in diesem
Szenario der multiperspektivischen Bearbeitung gehört zu werden. Also Dankeschön. Gerne ein paar Bischöfe oder Bischöfin mehr und zwei Virologen weniger. Eine hört uns zu, mal schauen, was wir rausmachen. Frau Büchs, Sie arbeiten an einer riesigen Klinik, Sie erleben im Alltag auch kirchliches Handeln. Was würden Sie sich wünschen? Ja, vielen Dank. Das ist eine schwierige Frage. Deswegen beantworte ich die jetzt mal aus einer besonderen Perspektive, nämlich tatsächlich aus der Perspektive von jemand, der im Gesundheitswesen auch tätig ist. Und da habe ich gerade in den letzten Monaten immer wieder gesehen, dass im seelsorgerischen Bereich eine ganz zentrale Rolle, dem seelsorgerischen Bereich eine ganz zentrale Rolle zukommt. Gerade dann, wenn so viel Unsicherheit und auch Angst herrscht unter den Leuten und im Übrigen auch mit Blick auf die Belastung nicht nur der Patientinnen und Patienten und Angehörigen, sondern auch der Mitarbeiter. Das ist, glaube ich, etwas, also dieses System, wenn wir in den Herbst gehen und wir eventuell einfach auch mit Blick auf Influenza und die sozusagen ganz normale saisonale Entwicklung davon ausgehen müssen, dass es wieder ein bisschen mehr hergeht in den Kliniken und in den Pflegeheimen und so weiter, dann ist das, glaube ich, einfach eine Rolle, die können die Kirchen in einer ganz besonderen Art und Weise ausfüllen. Sollten wir, was ich wirklich nicht hoffe, in eine Situation, und wovon ich auch nicht ausgehe, in eine Situation absoluter Knappheit kommen, dann ist es bei uns am Klinikum jedenfalls so, dass die Seelsorge auch Teil des Ad-Hoc-Teams Ethik ist, in der klinischen Ethikberatung, die bei uns mit Teil sind, etwaiger sozusagen Triage-Teams. Und da sehe ich also auch eine ganz, ganz wichtige Rolle in wirklich wiederum in alle Richtungen, wenn es zu solchen Situationen kommt, kann da, glaube ich, seelsorgerisch sehr viel passieren. Dankeschön, Frau Büchs. Und Frau Schmidt, auch Sie, wenn Sie einen Wunsch frei hätten in Richtung Kirche, wohin würde der gehen? Ja, ich arbeite ja auch in einer sehr großen Klinik. Ich sehe das ähnlich wie die Frau Kollegin Büchs. Seelsorgerische Arbeit ist essentiell. Gerade hier auch in der psychiatrischen Klinik, da gerät man dann manchmal doch aus Zeitnot und jetzt gerade in dieser Krisenphase an die Grenzen. Deswegen würde ich dafür plädieren, dass wir sozusagen, ich weiß gar nicht, an wen man das adressieren muss, wahrscheinlich auch an die Klinik selbst und an die Kliniken selbst, dass wir die aus den genannten Gründen die Stellen für Seelsorger erhöhen. Ja. Ich erlebe jetzt gerade in der Krise, gerade hier, wir machen ja auch Konsile, wie es so schön heißt, also Beratungen in anderen Kliniken. Ich arbeite jetzt nicht nur sozusagen in der Psychiatrie, sondern sehe auf der Intensivstation hier und da alle möglichen Patienten. Und da wird verstärkt danach gefragt. Deswegen wäre mein Plädoyer, dass man aus diesem Grund sozusagen hier die Präsenz, an wen immer man das adressiert, was ich jetzt peinlicherweise nicht weiß, erhöht. Ich stimme aber auch Herrn Gabriel zu. Das muss ich auch sagen. Ich finde es wichtig, hier auch gerade, um nochmal sein Argument in den Vordergrund zu stellen, dass man salopp gesagt nicht nur Burgerbuden öffnet, sondern auch die Kirchen wieder zugänglicher macht und dass die Kirche hier vielleicht etwas lauter werden sollte, dies einzuklagen. Vielen Dank, Frau Schmidt, Frau Büchs, Herr Gabriel. Bei mir in Husum, Sie sehen das aus dem Fenster, ist es schon dunkel geworden. Der Rhein immer noch im milden Abendlicht in Ihrem hübschen Foto. Herr Gabriel, unsere Zeit geht nun langsam zu Ende. Ich übergebe nochmal für ein Abschlusswort an Bischöfin Kirsten Fehrs und dann wird uns Jörg Herrmann in den Abend schicken. Also ein paar Minuten Nachspielzeit, wenn ihr uns die noch einräumt, zu Hause an den Geräten. Ich bedanke mich hier schon mal sehr. Es war für mich große Freude und ein Privileg, mit Ihnen dreien und mit den Fragen aus dem Publikum hier im Gespräch sein zu können. Dankeschön. Bischöfin Kirsten Fehrs aus Hamburg. Ja, vielen Dank, Friedemann Margur, für die Rüberschaltung und ganz, ganz herzlichen Dank für diese angeregte Diskussion.
Also ich glaube, das ist uns allen so gegangen, die wir jetzt dabei geblieben sind. Das war ein solches Spannungsfeld einerseits, aber auch eine solche Energie, die etwas nach vorne gebracht hat, auch einschließlich der kritischen Anmerkungen hin zur Kirche, die ich natürlich gerne mit aufnehme, kann ich auch gleich zwei Sätze zu sagen. Aber erst einmal vielleicht auch differenziert in den Themen zu erfassen, was eigentlich diese Energie für mich ausgemacht hat. Das war einmal diese kritische Energie. Frau Schmidt hat das, finde ich, wunderbar auf diese jetzigen konkreten Erlebnisse, die wir zum Beispiel in solchen Demonstrationen hatten, aufgenommen und sagt, erstmal Widerstand ist was Produktives. Und damit auch, finde ich, was wiedergespiegelt, was Herrn Gabriel wichtig war, nämlich zu sagen, nicht in den Stereotypen und in moralischen Verwerfungen oder Schuldzuschreibungen da zu sein. Frau Büchs hat das in ihrer Weise beschrieben, finde ich, mit der Frage, wie weit man eigentlich in diesen Entscheidungsverdichtungen auch zugestehen kann und muss, auch als Gesellschaft, dass sich Entscheidungen als fehlerhaft herausstellen. Also diese kritischen Momente, finde ich, haben eben spiegeln was wieder, was Ethik ist, nämlich immer auch eine Konfliktbearbeitung. Also nichts, wo man sagen kann, das sind die leichten Themen. Und ich habe im Chat jetzt öfter gesehen, ja, das ist jetzt die Analyse, aber was machen wir jetzt damit? Und ich glaube, genau dieses Format, in dem wir weiter aushandeln müssen, das hat mir heute wunderbar gefallen, dass es mit Ihnen zusammen eigentlich nur geht, wenn man die Perspektiven zusammenhält. Das, was ich auch sehr stark aufgenommen habe, ist am Anfang diese, wie soll man das sagen, auch diese emotionale Energie, so ein Satz wie von Frau Büchs, nur mal beispielsweise, ich will nicht behaupten, dass jetzt Herr Gabriel unemotional gewesen wäre, sondern eher im Sinne von, das werde ich nie vergessen, dass es hier um existenzielles Abwägen von Leben geht. Also zu merken, jetzt ist wirklich eine ganz entscheidende Situation, die uns nochmal neu herausfordert und deshalb auch zu ad hoc es Maßnahmen kommt, zum Beispiel eines Ethikrates. Das ist ja nicht zufällig. Und die an der Stelle, glaube ich, brauchen wir schon auch diesen Mut öfter in Ad-hoc-Situationen in eine gemeinschaftliche Debatte einzusteigen. Dann, die Kirchen wurden nicht gesehen. Da halte ich dann immer gegen als Bischöfin, meine Güte, ich habe die ganzen Monate nichts anderes getan, um irgendwo gesehen zu werden, beziehungsweise gehört zu werden mit genau diesen Botschaften. Aber das eigentlich Interessante ist ja, dass es offenbar verbunden ist, auch mit Wünschen, dass Kirche sich für die Stummen stark macht. Also das, was genau Herrn Gabriel so wichtig ist, dass eine Ethik nur Ethik sein kann, wenn sie global ist. Und da haben Sie mich absolut an der Seite, dass die, die verstummen oder in der Corona-Krise quasi in den Schatten geraten, dass das sowohl diejenigen sind, die in starken Isolationen sind, sehr beeindruckend, Frau Schmidt, wie Sie das beschrieben haben, was das für Menschen mit psychischen Erkrankungen zusätzlich ausmacht, dann für jede Form von Einsamkeit, Pflegeheim, ich glaube, ich muss das jetzt nicht nochmal alles aufzählen. Ich möchte den Aspekt auf Jugendliche nochmal richten. Die haben das auch in vielen Teilen als extrem isolierend empfunden. Aber dahin gehört auch, was ist mit den AIDS-Kranken, was ist mit denen, die den Preis im Moment zahlen für einen Klimawandel, den nicht die gemacht haben, die ihn im Moment erleiden. Das ist, finde ich, genau in dieser globalen Perspektive. Segen des Globalen, das war auch im Chat eine Frage, für mich dieser Aspekt von Austausch, also auch global, nicht nur das, was wir hier im Kleineren, im Mikrokosmos tun, sondern im Prinzip ist das auch für den Makrokosmos angezeigt. Das ist zwar immer wohlfeil gesagt, in die Dialoge eintreten, aber ich finde gerade das Format heute hat gezeigt und auch der Chat zu zeigen, dass man miteinander so eine Diskussion vollziehen kann, auch mitmachen kann, das bewegt Menschen und in dem Moment, wo der Austausch stattfindet, wird auch die Lösung klarer, weil das Problem zu fassen zu kriegen ist. So, also tut den Mund auf für die Stummen. Das ist ja eines der entscheidenden Verheißungsworte innerhalb unserer Bibel. Und
Ich bin ganz dankbar, dass Sie uns darauf auch als Kirchen nochmal aufmerksam gemacht haben. Die Seelsorge übrigens, Frau Schmidt, haben wir tatsächlich, da sind wir immer auch mit angewiesen auf die Institutionen. Mhm. Und je mehr die uns auch unterstützen, sage ich jetzt mal auch finanziell unterstützen, umso mehr kann man auch dort vor Ort sein. Denn wie ich sehe am Chat, dass ganz viele Seelsorger mit innerlich mitfiebern im Moment bei dieser Diskussion, weil die natürlich in persönlichen Konfliktlagen waren ohne Ende. Weil es eben nicht immer einfach war, auch wirklich bis zuletzt zu begleiten, obwohl es nach meinem Dafürhalten ganz, ganz viele ganz oft und dauernd gemacht haben. Mhm. So, diese Aspekte nehmen wir nachdenklich mit. Ich bin dankbar dafür, dass wir einen Moderator wie Friedemann Margo hatten, der so fein aufeinander die Bälle, zueinander die Bälle gespielt hat und so auf den Punkt getroffen hat. Und ich bin dankbar, dass wir drei wunderbare Diskussionsteilnehmer hatten, die mit ihrer Fachexpertise uns nochmal sehr nach vorne gebracht. Das Nahe und das Ferne, Herr Gabriel, das passt heute zu unserer Tageslosung. Wie immer man zu der Kraft oder zu Gott für sich stehen kann, finde ich, ist es aber etwas total Zusammenfassendes heute. Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Also es geht um die Ferne und die Nähe. Es ist doch unglaublich. Er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend, also einen Abend mit viel Kraft und noch guten Gedanken. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie behütet und für die nächste Diskussion bleiben bitte alle, die im Chat waren, wieder dran. Ich danke Ihnen und euch. Adieu und tschüss. Vielen Dank. Ja, ich schalte mich mal ein und sage auch nochmal von meiner Seite herzlichen Dank unseren Gästen für diese wirklich sehr anregende Diskussion. Herzlichen Dank auch allen Mitwirkenden, besonders dir, Friedemann, für deine Moderation. Und herzlichen Dank natürlich auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die mit diskutiert haben im Chat. Und nicht zuletzt dir, liebe Kirsten Fehrs, herzlichen Dank für deine Initiative zu dieser Veranstaltung. Wir haben eine Aufzeichnung gemacht, die können Sie auf dem YouTube-Kanal der Evangelischen Akademie der Nordkirche sich noch einmal ansehen. Und für den Moment wünsche ich Ihnen allen einen guten Abend. Bleiben Sie gesund und besonnen. Vielen Dank, Jörg Herrmann.